Und dann viel Spaß beim Vortrag. Dankeschön, Mike. Ah, das ist so wunderschön, wieder zurück zu sein in Leipzig und alle freundlichen Gesichter wieder zu sehen und Freunde zu treffen. Das ist wunderbar. Aber ich bin auch sehr froh, dass sehr viele Neue da sind. Ich habe also einige Gespräche gehabt mit First Word Campers. Wer ist hier im ersten WordCamp? Wow! Ich habe auch mit einem gesprochen, der es schon seit Ewigkeiten in der WordPress macht, aber es ist das erste WordCamp und das finde ich also wirklich gut. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich wieder in die WordCamp, in die WordCamp-Szene kam. Aber ich hoffe auch, dass dieses Jahr mein Deutsch ein bisschen besser ist, gerade im Hinblick auf den Kommentar von, kann ihren Namen von hier nicht sehen, aber es war sehr gut dann. Ralf, ja. Punkt, ich bin nämlich ein Denglisch-Fan. Ich spreche also Englisch und Deutsch in einer, nicht weil ich will, sondern weil ich muss. Ja, gut, das bisschen über mich. Meine erste Webseite habe ich in Deutsch gemacht. Das war 1996. Das ist das Shoah-Projekt.net. Still am Netz, aber eigentlich nicht lesbar. Habe dann 25 Jahre in Florida gelebt und 20 Jahre eine Webagentur gehabt, Pauli Systems. Und habe während der Zeit dann die Gutenberg Times gegründet, angefangen. Und arbeite seit 2021 Vollzeit with Automatic als Core-Contributor und mache die Gutenberg Times als Teil von meinem Outreach in the Community weiter. Und bin dann letztes Jahr, kurz bevor dem WordCamp Leipzig, nach München gezogen und habe das Jahr jetzt ganz gut rumgebracht. Ihr könnt mich auf Twitter finden, auf Mastodon, auf dem DEA-Web-Slack, wie auch dort. Manchmal bin ich dann, fange ich den Satz in Deutsch an und höre auf Englisch auf. Aber es wird besser. So, der Vortrag heute ist, ich wollte ein Plugin euch vorstellen, das heißt Create Theme Block. Es ist noch nicht ins Deutsche übersetzt, es hat Ansätze für deutsche Übersetzungen, aber ist, glaube ich, unheimlich gut für Leute, die ein Team erstellen wollen, aber keinen Code können und das Ganze im Site-Editor machen, im Website-Editor und dann auslesen. Und der Arbeitsablauf ist das Plugin auf der Seite installieren und dann entscheiden, will man ein Team klonen, also kopieren, aber die Verbindung löschen zu dem alten Team. Also zum Beispiel einen Klon von 2024 machen. Heißt das auf Deutsch 24? Team 24? Nein? Also 2024, gut, danke. Und oder ob du das als Child-Team von zum Beispiel 2024, aber das Plugin funktioniert mit jedem Block-Theme. Oder ob du mit einem von Anfang an leer starten willst mit einem Blank Theme, dann machst du die Änderungen im Site Editor mit den Tools vom Editor, also Color, Typography, Abstände, Borders und so weiter. Und der nächste Schritt ist dann, wo ist der nächste Schritt? Wo ist mein Ja, da ist es. Ah, ich verwechselt. Sorry. Der nächste Schritt ist dann, muss man zweimal speichern. Einmal im Editor die Aktualisierung machen und dann öffnet man die Plugin-Sidebar für das Plugin und dann kann man die Änderungen auch, weil die ersten Änderungen von Users sind im neuen Site-Editor in der Datenbank gespeichert. Das ist also nicht in irgendwelchen Files oder so, alles in der Datenbank. Aber man will die natürlich, wenn man das Theme dann benutzen will, an einer anderen Seite, muss das natürlich alles ins Filesystem oder zumindest in Theme.json gemacht werden. Alles runterladen und auf die neue Seite hochladen. Das wäre also der grobe Ablauf. Das ist der Link zu dem Plugin. Das heißt jetzt Block Theme erstellen. Das ist also vor letzten Tag erst auf Deutsch reingekommen, weil die deutschen Übersetzungsdateien jetzt gelaufen.
Und da gibt's jetzt die Optionen. Man startet, Theme klonen ist, man startet von einer Kopie des aktivierten Themes und aktiviert das dann, macht die Änderungen und kann dann auslesen. Das zweite ist dann Child Theme. Wir haben gesagt, es gibt einen Mechanismus, vorgesehenen Mechanismus im WordPress, dass man ein Theme als Parent Theme und dann ein Child Theme mit den Veränderungen machen kann. Das geht auch hier, dass man das als Child Theme tituliert und dementsprechend dann ändert und die Änderungen bleiben im neuen Theme erhalten. Oder man kreiert eine Theme Variation, das ist also ein, das heißt auch die verschiedenen Stile, die man da ändert, also ob das nur Farbe ist oder Fonts und sowas alles, die kann man dann speichern als Variation für das existing Theme. Und dann kann man das, die andere Option ist dann Theme exportieren als ZIP-Datei und die Änderungen bleiben erhalten. Das Child Theme kann man exportieren und dann kann man auch starten mit einem leeren Theme ohne Styles und ohne Templates starten. Und jedes Mal, wenn man eines von diesen Optionen macht, kriegt man die Meldung Theme created. Der Editor wird neu geladen, weil dann jede nächste Änderung ist in deinem Theme. Ja. Und dann kann man das irgendwann runterladen. So, und das ist also das Ende. Nee, ist es das Ende von der Slideshow? Ich denke nicht. Aber ich habe ja wieder, genau, wir haben dann eine Demo. Wir fangen mit dem Blank Theme an. Und wenn ich das dann runterlade, es ist nicht ganz leer. Ja, also das sind Parts, ist mit Footer und Header. Dann da ist ein Pattern dabei, das sind Footer-Headern, aber man hat dann das README-Text, ein Screenshot, das Style-CSS, dann die Templates und das Theme-JSON. Das sind also die Files, die dann den Blank-Theme haben wird. Der Name ist natürlich der Name, den Sie eingeben oder den du eingibst. Ich habe jetzt Plain Pauli eingegeben, jetzt werde ich eine Variation probieren bei der Live-Demo mit Pauli Theme, Basic. Und dann, ich werde also jetzt anfangen mit einem blanken Theme, ein paar Veränderungen machen, einen Header modifizieren, eine Vorlage ändern und ein Footer modifizieren und dann, ich werde dann nicht durchkommen, dass ich alle vier neuen Templates mache, aber was man natürlich dann braucht, das einzige Template, das drin ist, ist Index.html, also Index, aber man braucht natürlich welche für Single Post, Single Page, Kategorie und ein Update an der Index.html. Probieren wir mal. So, okay. Was ich habe, ist eine, ich benutze Local als Lokale und habe ein paar, viele Themes in der. Welches habe ich denn? WordCamp Livestream, das war doch schon mal ein Hint. Und wenn ich das jetzt aufmache und das zeige, das ist ein Theme, das ich gemacht habe. Ist ein bisschen sehr unruhig mit den Bildern und dem Hintergrund, aber wollte einfach schauen, was möglich ist. Ich bin kein Designer und ich bin erst letzt wieder mit diesem Create Block Theme zurückgekommen zu der, oh, das ist doch toll, was man alles machen kann mit, ja, ohne Code und so. Und da komme ich dann hin und wieder ein bisschen in Schwierigkeiten, weil das mit Design nicht so besonders viel zu tun hat. Aber das ist halt, damit muss ich leben und ihr leider auch. wenn das Plugin ist schon installiert, schauen wir mal, was für Plugins da sind. Ich habe das Create Block Theme Plugin, ich habe Gutenberg Nightly und den Importer installiert, aber den Importer brauche ich eigentlich gar nicht mehr, kann man deaktivieren. Wir können auch Gutenberg Nightly deaktivieren, weil dann ist es ganz normales WordPress und dann funktioniert das aber, auf der Slide habt ihr noch gesehen, dass es ist mit 6.5.2, auf der Slide habt ihr noch gesehen mit dem Hintergrundbild, aber das ist noch buggy, das funktioniert noch nicht so richtig. Das hatte ich zwar gewollt und das habe ich auch auf der Seite jetzt, aber wenn ich jetzt in den Design und den Website Editor gehe,
Da seht ihr auch, das Hintergrundbild ist weg. Und der hat hier zum Problem. Okay, macht nichts. Wir fangen, und das Great Block Theme, normalerweise, wenn ihr es installiert habt, kommt der auf. Auf diese Seite, und das habt ihr möglicherweise schon gesehen, und das Team, das developed, ist gerade dazu übergegangen, dass sie diese ganzen Optionen, die auf dieser Seite sind, auf den Plugin-Settings sind, transferiert hat in den Block-Editor, sodass man also da nicht mehr raus muss, wenn man sich da was aussuchen will. Deswegen, ich zeig's aber jetzt, weil die Seite kommt hoch, wenn es installiert, und da ist hier oben die Bemerkung, dass das jetzt im Editor ist instead. Und da haben wir dann gleich, und dann ist das hier dieses Werkzeug-Tool in der Sidebar. Okay, dann gehen wir da mal schnell rein. Block Theme erstellen, Änderungen speichern, das ist der einzige deutsche Satz da drin. Die anderen sind alle nur Englisch, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Und das, dann sieht man dann die, so normalerweise haben wir hier den Speicher-Button, aktualisieren und speichern. Und dann gibt es hier aber noch einen anderen, Änderungen speichern. Speichert die Änderungen zum Templates und den Global Styles in das Theme. Dann gibt es hier Theme Information. Thema erstellen, ach da, Deutsch, Thema erstellen. Deutscher Satz, Theme Information, weiß nicht, ob das Deutsch ist, das kann auch Englisch sein. Und dann Inspect the Theme JSON, das ist etwas, dass man da auch nicht in den Code-Editor muss, um den Theme JSON zu sehen, sondern man kann, also man fängt im Endeffekt mit Theme erstellen an. Und dann kann man hier Pauli Basic, Minimal Structure und sowas. Und dann hat man die Optionen Clone a Theme, Create a Child Theme, Create a Theme Variation, get past that und dann Create a Blank Theme. Und das machen wir jetzt. Dann können wir sehen, was passiert. Das Theme already exists. Okay, also müssen wir es umbenennen. Elementar. Elementar. Okay, I get your point. Plain. How about that? Plain. Good. So, und dann kommt diese Things. Ich habe das successfully installiert, aber wir machen jetzt einen Reload an dem Editor. So sah es vorher aus und jetzt mache ich OK und so sah es nachher aus. Ja, das ist also relativ plain. Aber bestimmte Daten sind halt noch da. Ich habe halt meine Navigation ist noch da, mein Site-Logo ist noch da, ein Header habe ich und dann habe ich hier die Index.html und das können wir dann auch noch vorne dran zeigen, also vorne rein zeigen. Das sind dann hier die Post und dann About. About, das ist auch nicht Deutsch. Und dann hier die Kategorie, genau. So. Gut. So ein Plain ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Aber man will ja ein bisschen Farbe haben. Und dann geht man hier in die Edit Site. Und dann gehen wir erstmal, schauen wir mal, ob das der Header ist, den wir machen wollen. Da kann man ja den Header bearbeiten. Und dann kann man den auch noch schauen, ob er da den Header ist ja alles ne? Und da kann man den dann das Logo ersetzen und so weiter. Das kann man alles machen. Ich wollte aber zurück. Ich wollte erstmal gucken, wie meine Farben ausschauen. Ich habe also hier an der Farbpalette habe ich die normalen Farben vom die direkt mit Gutenberg kommen, mit dem Editor kommen, aber ich kann hier individuelle Farben einstellen. Das ist jetzt, weil das ein Plain Theme ist. Da kann ich also jetzt hier sagen, okay, ich will jetzt hier ein kleines Sunny. Das ist leichtes Gelb. Fertig.
Und dann kann man nochmal eins machen und dann kann man jetzt hier sagen, das ist noch so ein beigeiges Ding. Beige. Und dann kann man nochmal hier noch ein Teal machen. Ja, ein bisschen weiter, so Teal. Teal heißt das. Türkis. Wie schreibt man Türkis? Ohne E. Okay. Danke. Okay, jetzt bin ich fertig. Jetzt habe ich also meine Theme, zusätzlichen Theme, Farben. Und jetzt möchte ich dann den Header hier anders hinterlegen. Ich möchte den nicht blau, nicht weiß haben, sondern, und dann gehe ich hier in mein Theme, Templates, ist ja unter Vorlagen, der Header, nehme ich den und da kann ich dann die Grundfarbe ändern. Ja. Und da sehe ich hier dann meine Theme-Farben und den will ich in diesem schönen Gelb haben. Dann will ich hier speichern. Und da sieht man hier dann Template und Global Styles alle speichern. Okay. Und wenn ich jetzt sagen würde, gehe wieder zu meinem Handwerkszeug und sage Änderungen speichern, dann hat er die gespeichert und hat jetzt die dort. Und jetzt kann ich in den Theme JSON Inspector gucken. Das ist ein bisschen klein, ne? Und da sieht man, aha, auf einmal, ich habe meine drei Farben hier als Farbpalette schon drin und mein Layout-Style und die, das ist alles Typografie. Ich habe da ist also nur das System-Font drauf und die beiden Template-Parts, Header und Footer. Das ist also Theme-JSON. Das ist also über den Editor eingesetzt und dann als Theme-JSON raus. Ja, so ich könnte also jetzt hier mit Export Zip machen und dann gibt er mir Pauli Plain und dann könnte ich eine andere Seite aufmachen wie das Test mein Theme, neues Theme testen und dann mache ich das auf und Theme add new Theme. Jetzt hoffe ich, dass das schon runtergeladen ist. Noch nicht ganz. Schauen wir mal, wie lange das noch dauert hier. Okay. Cancel. Cancel. Und install now. Aktivieren. Und visit. Ha, das funktioniert. Das ist ja schon mal gut. Ja. Das ist der Prozess, um mit dem Theme da zu arbeiten. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu dem, dann können wir natürlich an weiteren Sachen arbeiten. Dann können wir jetzt hier sagen, okay, ich will jetzt in dem Website-Editor. Ich vertue mich immer mit diesen Dingern her. So. So, dann gehen wir hier zum Website Editor und dann können wir hier ein Templates machen und sagen, okay, ich will ein neues Template machen. Neues Template für die einzelnen Beiträge. Und dann kann ich jetzt hier überspringen. Der bietet mir jetzt eine Vorlage an, die ich benutzen könnte. Aber ich will die überspringen. Ich habe, und dann ist hier freies Feld. Und dann kann ich hier den Header holen. Ja, und dann kann ich hier den Titel holen. Das ist jetzt irgendwie da unten drunter. Ja, weil es nicht spellen kann. Okay, ich nehme den großen hier. Titel. Ein Titel von einem Blog. Blog, dann nehme ich noch den, was brauche ich noch? Ich brauche noch ein
Featured Image, Beitragsbild, heißt das auf Deutsch, Birgit. Und dann brauche ich noch den Content. Inhalt, genau. Sieh, so übersetzt man das Ganze. Und dann speichere ich das. Dann kann ich mir das anschauen. Aha, so schaut das also aus. Gut. Ups. Man sieht auch die anderen noch, weil ich auf der Homepage bin. Wenn ich jetzt hier, das schaut aber dann anders aus. So groß will ich das nicht. So groß will ich das nicht. Okay. Edit. Site. Okay. Dann machen wir das hier. Das, was der Hans Gerhard so schön gezeigt hat, ist, dass man hier das gruppieren kann. Und dann folgt er auch dem Layout. Viel besser. Und man könnte jetzt zum Beispiel auch hier das wieder wegmachen, löschen und da dann ein Media und Text, Medien- und Textblock machen und da okay, dann nicht. Es ist in einem neuen Gutenberg kann man die Mediatext mit dem Beitragsbild kombinieren, aber das geht in dem noch nicht. Dann machen wir es halt mit einem, wo kann man das machen? Im Cover, glaube ich, kann man das machen. Ne? Sieh, Live Sites. Beitragsbild verwenden, genau. Okay, dann haben wir den Titel und den kriegen wir ja dann dahin. Mit dem und das können wir löschen. Löschen und dann haben wir speichern. Dann sehen wir mal, wie das ausschaut. Ich bin immer noch auf der Homepage, ja, wenn ich ja. Das ist hier der. Und jetzt ist das der. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Gut. Und jetzt habe ich aber auf der Homepage, will ich aber nicht einfach so die Posts haben, sondern ich will da so einen kleinen Featured Hero haben. Dann Edit the Site. Und dann mache ich das da. Und dann will ich noch eine Kategorie Dings machen. Template. So, dann gehe ich da hin. Oh, Template verwalten. Ah ja, neues Template und dann kriege ich ja wieder. Ich könnte jetzt die Startseite machen, aber ich mache ein Archiv. Nee, mache ich nicht. Kategorien. Für Kategorien. Das ist weiter unten, glaube ich. Oder weiter rechts. Da ist es. Hier, guck doch mal. Guck doch mal, für eine spezifische Kategorie, das Andalusien. Und da kann ich da schon mit dem anfangen. Ja, aber was will ich machen? Ich will eigentlich nicht den Text haben. Weg damit. Und ich will eigentlich bloß das Bild in kleiner haben. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich ein paar Anregungen brauche, eine andere Vorlage benutzen. Lieder zum Beispiel. Ja. Und dann speichern. Und dann ist das für Andalusien. Und dann gehe ich weiter zurück, wieder zu anderen Templates. Archiv. Und ich ändere das. Und da mache ich dann noch einen kleinen Hero mit rein. Hier, ein Hero City. Und dann speichere ich das. Gut. Das sind also die Änderungen, die ich also zum Theme gemacht habe. Da waren auch nicht viel Sonstiges dabei. Das war also alles außerhalb mit dem Block Editor. Und ich jetzt sagen will, ich will die Änderungen. Also ich habe sie schon gespeichert in der Datenbank. Aber jetzt muss ich hier über dieses Tool dann hier nochmal rübergehen und die Änderungen speichern, damit das in meinem neuen Theme ist. Ups, Änderungen speichern.
Ja, und das jetzt geladen. Und dann kann ich hier Export ZIP machen. Und natürlich, das, den Namen hatte ich schon. Ja, aber und jetzt können wir auch mal die Theme ins, ob es da noch was drin gibt. Typografie haben wir schon, Template Parts haben wir, da hat sich nichts geändert. Ja, da hat man also noch nichts gemacht. Aber wenn wir jetzt den File anschauen, die File links, das sind wir jetzt hier unter Templates, haben wir jetzt mehrere Templates mit an. Kann man das so sehen? Ja. Ja. Und mit dem, das Thema, könntest du dann einfach bei der nächsten Webseite wieder hochladen. Ja. So, das war also die kleine Demonstration, die ohne Bug Dance funktioniert hat. Ich glaube, ich habe das aber jetzt, das Thema habe ich jetzt, glaube ich, bestimmt 7-mal geändert, bis ich dann zu einem funktionierenden Thema gekommen bin. Wir können das auch gerne hochladen noch zu dem neuen hier. Wir machen hier, gehen zu, wir deleten das und wir aktivieren 24. Dann deleten wir das. Das sind, und ihr seht an dem Screenshot ist, das ist ein Theme über Create Blog gemacht. Man kann natürlich dann schon den Screenshot austauschen, damit es dann noch was ausschaut. Ja. Add new Theme. Upload. Choose the file. Pauli. Da ist mein Plain One Zip. Install now. Dann aktivieren wir das und dann gucken wir mal, wie das ausschaut. Ja, ja, und der Cover kam mit dem Text. Ich eigentlich gelaufen. Ja. Und dann brauchte ich noch eine. Das ist natürlich schon so, dass wenn du eine Kategorie-Template machst für eine bestimmte Kategorie, muss die Kategorie natürlich auch auf der Seite sein, ne? Microphone. So if good. You just scroll up, you can see that the category is already existing. Okay, good. Also gut. Be that way. Und dann machen wir halt, dann gehen wir wieder zu den Kategorien. Stimmt. Und dann gucken wir mal, wie das ausschaut. Wir haben noch keinen Post drin. Ja, auch gut. Quick Edit. Under Loosen statt Uncategorized. Update. Den machen wir auch. Quick Edit. Ja, eben nicht quick. Quick edit. Das ist noch nicht Stimmen gesteuert. ja. Kategorien. You. Zup. Ah ja. Und so, das war das Theme, ja. Gut, das ist jetzt soweit. Ich mal den ganzen Ablauf. Ja, ich meine, da sind, wenn ein Designer, ein Künstler, Grafiker, kann sich da wesentlich länger rumspielen, um das mitzukommen. Und das wird auch notwendig sein, damit man das Plugin wirklich testet. Aber das ist so der Work-Ablauf zwischen okay, ich habe ein Theme und das Gleiche passiert natürlich auch, wenn er Child-Theme macht oder wenn er ein Theme klont. Es wird alles überschrieben, es wird alles reingeschrieben in das Theme-JSON und dann kann man es wieder verwenden. Was funktioniert noch nicht? Das sind die Bilder. Das heißt, wenn ihr Assets in eurem Theme habt, das funktioniert noch nicht ganz. Auch das Hintergrundbild, also das neue Gutenberg, die Gutenberg-Version 18, 0 und 18.1 hat die zwei Features, die ich sehr gerne mag, ist, dass man das Medien und Text Block mit dem Bildinhalt Featured Image verknüpfen kann.
Und dass man für die ganze Seite ein Hintergrundbild laden kann. Ich meine, da kann ich natürlich als Nicht-Designer unheimlich ich fühle schöne Tapeten machen. Aber man kann dann auch faire Themen machen. Gut. Ja, Fragen, Anregungen, Comments. Hallo. Kann man auch die Suchseite bearbeiten, also die Suchergebnisseite? Die Suchergebnisseite kannst du auch so machen, ist ja ein Template. Wer hat die Frage gestellt? Als Template dann. Ist ein Template. Die Liste ist ja dann ein ganz normaler Loop. Ja, und der erfolgreiche Suche benutzt die WordPress-Suche davon. Ja. Ja. Man kann 404, also die Error, die Fehlermeldung, seit Page nicht da, kann man auch über den Theme Editor machen. Man kann alle Page, also alle möglichen Page-Varianten machen. Ja, zum Beispiel Seite ohne Titel, Seite mit Sidebar. Ja, das kann alles gemacht werden in dem Editor und dann mit rausgelesen werden als Template in dem neuen Theme. Bei mir war es so, ich habe letztens auch damit gearbeitet und wenn ich das Theme exportiert habe, hat er mir einen extra Assets-Ordner für die Bilder mit angelegt. Also das sollte schon funktionieren, ja, dass es beim Export die Bilder mitnimmt. Ich weiß jetzt nicht, ob es Beitragsbilder nicht, aber so, die man so im Theme verbaut, wie im Header oder so, die exportiert er jetzt schon mit. Ah ja, Butter. Gut, guter Hinweis. Ja, dankeschön. Ja, die Beitragsbilder, die sind natürlich im Content mit drin. Ja, die müsste man dann mit auslesen über einen Import-Exporter über den normalen WordPress-Exporter, der die Inhalte macht. Ja. Hier der Personal Export, ja, wo sie dann die gleichen Posts und Pages und so. Aber das stimmt auch, dass diese Bilder dann auch noch nicht rüberkommen. Ne? Gibt es noch weitere Fragen? Weitere Fragen. War das zu viel? War zu schnell. War nix. Was willst du denn nochmal sehen? Irgendjemand war zu schnell? War nicht zu schnell. Gut. Okay. Dann bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Es ist wunderschön, euch kennengelernt zu haben. Applaus